Ich begrüße ja mal den Trainer des SC Melk, Gennadi Petrov, bei uns. Wirklich ein sehr interessanter Mann mit Profivergangenheit. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Ja, danke für die Einladung, alle zusammen. Und ja, ich finde, das ist ein tolles Projekt und möchte dich gratulieren, dir und deinem Team für die tolle Projekt, und ich glaube, das ist coole Sache. Allgemein super Werbung für zweite Landesliga. Gennadi, leider Tabellenletzter, nur 7 Punkte. Du bist erst während der Saison eingestiegen. Du warst ja schon mal beim SC Meck, bist jetzt erst während der Saison eingestiegen, hast die Mannschaft übernommen. Generell, wie groß ist die Enttäuschung im Verein, dass man da jetzt am Tabellenende steht? Und was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür? Ja, erstes natürlich, die Lage ist nicht optimal. Letzter zu werden ist eine unangenehme Geschichte. Es ist auch ziemlich Neues für mich. Aber auf jeden Fall ist so, wir schauen nach vorne. Wir wollen die Lage verändern. Auf jeden Fall, wir haben mit der sportlichen Leitung und mit dem Vorstand die Herbstsaison analysiert. Und sagen wir, die positiv für die ganze Geschichte ist, wir wissen, wo liegen unsere Probleme. Und ich bin überzeugt, dass wir werden unsere Hausaufgabe jetzt im Winter erledigen. Und wegen Tabelle, also Tabelle lugt nicht. Wir haben einige Sachen verpasst, beziehungsweise Konstellation von bis war nicht, wie es sein sollte. Gründe gibt es genug, aber wir wollen nicht das besprechen. Wir wollen nach vorne schauen. Wie gesagt, wir werden mal reagieren, agieren und Beste rausholen für die nächsten 6 Monate. Und ich bin überzeugt, dass am Ende werden unsere Ziele schaffen, und unsere Ziele sind klar, in Landesliga West zu bleiben. Gennadi, der Christoph hat auch gerade gesagt, sie sind so von den Legionären ein bisschen abhängig. Wie ist das da eigentlich beim SC Melk? Seid ihr auch erstens einmal von Legionären abhängig, zweitens einmal habt ihr da auch vielleicht ein bisschen mehr Vorteile als wie die Waldviertler Vereine, dass das Einzugsgebiet vielleicht da beim Melk ein bisschen besser ist? Das ist meine erste Frage. Die zweite Frage, was ich da stellen will, ist, was wird jetzt im Winter für euch wichtig sein? Ihr habt gesagt, ihr habt es analysiert, ihr werdet an den verschiedenen Rädchen drehen, aber was sind das für Rädchen, an die ihr drehen werdet? Ja, das ist, fangen wir gleich mit der zweiten Frage. Und zweite Frage ist, ich möchte bis jetzt die Trainingsprozesse, also ich bin dazu eingestoßen, ab 6. Runde war ich dabei. Ich könnte recht viel nicht ändern. Das heißt nicht, dass ich mich irgendwie in Schutz nehme. Genau, Gegenteil, nur die gewisse Konstellation hat überhaupt nicht gepasst, oder mindestens mit meiner Vorstellung, aber könnte ich nicht reagieren. Das heißt, ich bin eigentlich oder letztendlich Fußballtrainer, und wenn dann am Platz kommen 4 bis 6 Leute zum Trainieren, das ist ein du kannst recht viel nichts machen. Und jetzt haben wir schon beschlossen, dass alle Spieler, was zu uns kommen, die müssen 3-mal pro Woche trainieren. Weil, wie gesagt, ich bin nur einfach Fußballtrainer und bin kein Zauberer. Und wenn ich das, gibt einen Spruch, wie du trainierst, so wirst du auch spielen. Und wenn du irgendwie trainierst, wie hallemäßig mit 6, 7, 8 Leute, und dann kommen am Spiel, will jeder gewinnen, aber das ist nicht so einfach. Und darum, wie gesagt, für uns Priorität ist, trainieren, perfektionieren, und am Wochenende werden die Sache funktionieren. Die Frage Nummer 1 ist so, natürlich die Legionäre machen einen Unterschied. Das ist für mich ist wie Salz von Essen. Jede Mannschaft, auch von zweiter Klasse bis zum ganz hohen Bundesliga, in jedem Land gibt es 2, 3 Leute, was Dirigenten oder was die, wie gesagt, sogenannte Salz von Essen sind. Und da die Legionäre genau verpflichten wir, dass die Unterschied machen.
Und wie bei der meine Kollegin erwähnt haben, also wenn Legionäre nicht diese Leistung bringen, wie es sein sollte, dann natürlich leidet die ganze Mannschaft oder Qualität von der Mannschaft. Und von daher, wenn ich will nicht auf Details kommen, aber meine Torschütze oder meine Legionäre ist mit 2 Tore. Wenn ich nehme 13 Spiele, 2 Tore als Stürmer und hole mir ihn von Chehai, es ist ein bisschen zu wenig. Und darum, ja, eigentlich ist auch unser Problem. Und darum, wir haben auch beschlossen, andere wegzugehen. Und ja, wie gesagt, Plan steht schon fix und dann muss man nur jeder Mensch vom Fußballspieler bis zum Funktionär seine Kompetenzbereich beste rausholen und verfolgen dieser Plan, was steht schon. Ja, Gennady, kurz ein Ausflug zu deiner Person, weil du ja im Profibereich tätig warst, zuletzt ja, muss man sagen, als Interimstrainer beim SV Horn immer wieder, jedes Mal, wenn du als Interimstrainer eingestiegen bist, hat die SV Horn gewonnen und trotzdem haben sie immer wieder einen anderen Cheftrainer gesucht, verstehe ich nicht, aber egal. Jetzt bist du das zweite Mal beim SC Melk. Wie groß ist der Kulturschock für dich? Naja, es ist Umstellung schon. Also ich war als Spieler habe ich 6-7 Jahre als Profi gespielt in Portugal. Dann bin ich im Amateurbereich, dann bin ich nach Horn und dann wieder zurück. Das heißt, Umstellung ist schon. Und ich bin der Meinung, die kleinen Details machen viel Unterschied. Und da, ich vermisse oft die kleinen Details. Aber von anderer Seite kommt immer die Barriere, ja, das ist doch Amateurbereich. Aber ich bin der Meinung, im Amateurbereich kann man genauso gut professionell arbeiten wie im Profibereich. Und dann natürlich gibt es gewisse oder Unterschied zwischen Profibereich und Amateurbereich. Für mich schwieriges im Amateurbereich, weil du musst ständig Kompromisse machen, Kompromisse mit dich selbst, dass die Sache irgendwie funktionieren. Die erste Frage wegen interimisch Trainer, ja, wenn ich so gut analysieren kann, außer die Damen erste Bundesliga bei der Männer in Horn, ich habe, glaube ich, mehr Spieler als interimisch als Co-Trainer und das war eine tolle Geschichte natürlich. Und genau das war erst die Corona-Zeit, wo komplett alle in Lockdown waren und ich habe dieses Glück und Privilegium, 7-8 Trainings pro Woche zu machen und das war ziemlich erreicht oder große Wert für mich, bin zusammengewachsen in dieses Jahr mal 3, dieses Gold-Erfahrung, wo nehme ich gerne und jetzt, ich möchte weiter diese Wissen und diese Erfahrung, was ich habe gesammelt, in Horn möchte ich da in Melk bringen, ich möchte einfach dass mit dem Melk sich identifiziert mit gewissen Spielstil, gewisse System und also ich möchte schon mit dieser schönen Anlage auch schöne Fußball spielen und ja, wie gesagt, diese Erfahrung mit dem Top-Trainer, was ich habe gearbeitet, bin extrem motiviert und fokussiert auf unten zu zeigen, dass unten kann man genau, wie gesagt, so gut und professionell arbeiten und mit möglichst weniger Kompromisse. Die Kompromisse, sobald fangst mit Kompromisse, dann ist eine Kette von Kompromissen und wenn eine Kette von Kompromissen ist, das ist nicht so gut am Ende zum die Ergebnisse und ja, das ist der Groß und Ganze, was betrifft Horn und Melk, aber ich bin überzeugt, dass Melk ist die richtige Entscheidung für mich, von zweiter Liga zum zweiten Landesliga, aber wie gesagt, bin hoch motiviert und ich habe im Verein Leute getroffen, alte, bekannte Leute, was sie wollen, was entwickeln wollen, was diese schöne Anlage, dieses schöne Stadion und guter Name, diese Marke entwickeln und ich möchte meine Stempel da hinterlassen. Nicht wie 2019, war ganz kurz, tolle Geschichte, aber ich bin hoch motiviert, wie gesagt, Gennady Petrov Stempel in Melk hinterlassen und bin voll dabei. Gut, abschließend
Die Aussicht aufs Frühjahr ganz kurz. Erstens einmal werden wir die Meisterschaft durchbringen. Was ist eure, was glaubt ihr, werden wir Corona-bedingt die Meisterschaft durchbringen? Wo wird euer Team am Ende stehen und wann geht's los mit der Vorbereitung? Gennady. Ja, Corona, hoffentlich bringen wir zusammen, dass wir ganz normal spielen können oder dürfen. Momentan leidet ganze Welt, das ist nicht nur Landesliga oder wie auch immer Fußball, das leidet ganze Welt und automatisch Fußball auch. Natürlich, wenn geht es um Wünsche, dann wünsche ich mich wirklich, dass alles Geschichte wird oder dass wir die Saison zusammenbringen können. Das ist das Allerwichtigste. Natürlich vor dem Grund steht immer Priorität ist Gesundheit. Es ist, wie gesagt, Fußball ist ein Spiel. Aber vor dem Grund ist Gesundheit und das ist alle Wichtigste. Zweite, wo wird Melk stehen? Definitiv, wie gesagt, ich habe euch gratuliert wegen dem Projekt. Natürlich möchte ich auch nächstes Jahr mit euch in dieses tolle Projekt, dass wir zusammensitzen und sagen, das war ein tolles Jahr. Und ja, letztendlich, wie gesagt, wir müssen sehr viel tun. Wir werden es tun und alles machen, was möglich ist und vielleicht über die Grenze, über das Unmögliche machen, dass wir in der Landesliga bleiben. Das ist mein Ziel, das ist unser Ziel als Verein und das bin ich überzeugt 100%, dass wir werden das schaffen. Und die dritte Frage. Wann geht's los in der Vorbereitung? Ja, Vorbereitung geht, danke, am 29. Jänner. Vielleicht für einige ein bisschen spät, für mich nicht. Die Spieler arbeiten eigentlich schon, die haben neuen Läufe zum Observieren. Ausgearbeitete Programm von mir, die meine Handy läutet 100 Mal pro Tag, also sind mit ganze eine gemischte Ausdauer-Intervallläufe spezifisch, was jeder ist verpflichtet, neun Mal zu machen. Das heißt, wenn wir beginnen am 29., das ist ja gleich mit dem Stop and Go bzw. fußballische Belastung bis zum 20 Sekunden. Und jetzt, weil am 29. das ist ein Samstag, wir beginnen gleich Vormittag, Nachmittag besser kennenlernen, gleich mit dem einen Samstag, zwei Trainings, ist ein bisschen anders. Und ja, wie gesagt, die Burschen sind sehr fleißig, bin sehr zufrieden, was von den Ergebnissen bekomme, ständig von den Läufen, die sind hoch motiviert. Die wissen, um was geht, die wissen, dass wir müssen mehr machen als Konkurrenz, wenn wir wollen die Lage verändern. Und ja, ich glaube nach wie vor an der Mannschaft und an unser Projekt, beziehungsweise mein Projekt als Trainer.